So, guten Morgen, Schwabenchecker-Freunde. Jetzt unser versprochener Kältetest. Kältetest mit dem E-Golf. Aktuelles Modell, neues Modell. Ja, wir hatten ja versprochen, dass wir den Kältetest machen und auch schon viele gefragt haben, wann kommt denn der endlich? Auch an den Herrn, an den Reman, ja, der schon ein paar Mal geschrieben hat, jetzt kriegst du dein E-Golf-Kältevideo. Wir haben aktuell minus 13 Grad und da sind wir losgefahren. Das ist schon gut kalt für die Batterie. Ja, aktuelle Reichweite, was hast du gesagt? Vorhin waren es noch 196, jetzt sind wir schon bei 188. Okay, ja, also wir fahren im Eco. Eco, ja. Wir fahren 90. Wie immer, 90. Genau. Wir lassen die Speedtests weg. Ja, brauchen wir halt nicht. Haben wir ja schon gehabt. Und ja, ansonsten Klima ist an. Sitzheizung ist ein bisschen an. Also so, dass wir nicht frieren müssen, ne? Dass wir real einfach mal was hinkriegen. Ja, es wird nicht ganz so viele Stints geben wie sonst. Ja, weil wie gesagt, den E-Golf hatten wir schon. Ja, jetzt fahren wir mal Richtung Kalf und Waldestadt. Also Simmerzheim vorbei, Althengstedt, dann links hoch Stammheim, wie immer. Und dann melden wir uns einfach später mal irgendwann wieder, wie es denn so aussieht. Ja. Bis später. Ja, bis später. Ciao. Wir werden heute ein paar kürzere Stints machen, nicht so viele wie sonst. Wir machen auch keine Beschleunigung, brauchen wir jetzt nicht unbedingt heute. Heute geht es uns darum, was macht dabei Extremkälte, und das finde ich, das haben wir heute für ein Elektroauto. Was halt hier auch wieder so ein Thema ist, dass er keine Batterieheizung hat. Ja, also dann gucken wir mal. Er kriegt überhaupt gar keine Wärme ab, also er muss sich selber heizen. Und im Gegensatz zum Hyundai, da wird ein bisschen Abwärme vom Innenraum abgeführt. Das hat der E-Golf halt gar nicht. Ein bisschen Nachteil vom E-Golf. So. Also das Ziel ist, wir sehen es gerade, wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 25 kW. Wir haben den ersten Berg hinter uns. Richtig. Kalf. Kalf hoch nach Stammheim und dann nach Holzbronn. Jetzt geht es gerade bergab Richtung Wildberg. Ja. Das Ziel muss sein 15. Sonst schaffen wir die Runde nicht. Nein, sonst schaffen wir es nicht. Nee. Und wir haben diesmal kein T-Rex an Bord. Nee. Ja, also bis zum nächsten Stint. Jo. Bis später. Bis später. So, nächster Stint steht an. Wir haben ja, wieder einen steilen Berg hinter uns gehabt. Insgesamt zwei. Insgesamt zwei. Und sind jetzt aber auch ein Stück wieder bergab. Waren wir mal kurzfristig minus 14. Jetzt sind wir bei wieder minus 13. Haben durchschnittlich 50 Stundenkilometer. Das sieht man hier auf dem großen Display. Ja, ich hab's schön warm. Du auch. Und kalt ist uns nicht. Ne, kalt ist uns nicht. 127 über, Reichweite. Über ein Viertel der Batterie ist raus. Schon spannende Geschichte. Man merkt jetzt schon, dass schon recht kalt ist draußen. Ah, es wird eng. Also ich sag, wir werden es nicht schaffen. Ja, ich gehe auch davon aus, jetzt diesmal vom Gefühl, die Autos, die wir schon alle hatten, dass das nicht ohne Nachladen geht. Nicht ohne Nachladen. Aber jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt sind wir unten im Tal, fahren Richtung Altensteig. Richtung Altensteig. Genau, Freudenstadt, Altensteig. Es geht leicht bergauf. 20,7 Kilowatt haben wir im Schnitt. Ah, mal gucken. Unter 20 soll man definitiv auf jeden Fall mal kommen. Ja, das werden wir schaffen, aber ich sag, damit erstmal es schaffen, müsste wirklich in den Bereich von 16, 17 kommen. Ja, mal schauen. Wir tun unser Bestes. Im Notfall schieben wir auf der Autobahn hinter dem LKW. Ja, genau. Das darf dann ich wieder machen. Ja. Also gut. So ein Zwischenstand. Da sieht man, wie das Auto, wie weit schon gefahren ist, wie weit wir noch kommen. Ja. Also. Bis später. Bis später. Ja. Schön war, muss ich was Schönes zeigen. Habe ich gerade entdeckt. Weiß nicht, ob wir es das letzte Mal gezeigt haben. Ich finde es echt eine schöne Grafik. Gehen wir auf den Gas. Ich finde es so mit den Reifen, mit dem Grün und hier wieder laden, dann die Batterie, finde ich ein nettes Generatorbetrieb. Gimmick. Ja, Spielerei. Gimmick. Aber sieht schön aus. Ne? Also wollte ich bloß schön zeigen. Hier sieht man noch Rekuperation, wo wir überall uns die verbrauchte Energie zurückgeholt haben. Ein bisschen. Größere Mengen. Ja. Das waren in dem Fall 23 Kilowattstunden. Ne? Nee. Nee. Was heißt das hier? Was waren das? 23? War ein Standard gerade, wa? Ja. Ach so, das war, wenn ich jetzt gerade aktiv, oder? Nee, auch nicht.
Okay, das hat jetzt... Ah, jetzt hat... Was ist das? Ja, doch, nee. Das war dann gerade... So, das ist nee, pro Minute, wie viel ich rausgeholt habe. Das heißt, in der aktuellen Minute habe ich jetzt 9 Wattstunden rausgeholt. Nicht Kilowatt, ja. Also, sorry, 9 Wattstunden, vorher waren es 23 jetzt gerade wieder, jetzt holt er wieder. Das ist immer die Minute. In der letzten hat man dann halt 23. Genau, 22. Also, nicht Kilowatt. Das wäre geil, ne? Das wäre geil. Jo, wo stehen wir? Gehen wir wieder zurück. So. Auswahl. Ja, Auswahl, genau. Fahrzeug dann. Wir sind immer noch bei 21. Aber sind es bei 57 Durchschnittsgeschwindigkeit? So, jetzt sind wir da, wo wir bisher auch waren. Was der Durchschnitt zumindest mal angeht. Reichweite 85 Kilometer. Das ist halt echt eine zähe Geschichte. Es wird definitiv nicht reichen. Ich glaube auch nicht. Wir kriegen den Durchschnittsverbrauch nicht runter. Ja, also wir kriegen die Kilowattstunden nicht runter, wir gehen jetzt zwar auf 2,9 und wir haben noch genau halbvolle Batterie. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, 73 Kilometer gefahren und sind jetzt oben. Wir gehen jetzt, ja, demnächst geht es dann wieder runter Richtung Rottweil. Oh, das dauert noch. Erst ja. Oberndorf am Neckar. Ja, Oberndorf am Neckar runter und dann Rottweil. Ja, vielleicht können wir da noch schön wieder produzieren. Ja, also... Ich glaube nicht. Also die Kälte ist schon jetzt wirklich sehr extrem, müssen wir beim Golf sagen, ne? Bei allen. Aber jetzt im Vergleich, wo wir haben, ist es schon enorm, gell? Ja, das ist schon ein Extremtest. Also auch die Wärmepumpe kann da, glaube ich, nicht so ganz effektiv arbeiten, wie sie es vielleicht bei 0 Grad könnte. Ja. Also minus 12 ist definitiv ein Extremtest. Ja, und es wird nicht wirklich weniger, ne? Dass wir so mal so Richtung minus 5, 4 oder so langsam naja, runtergehen. Die Sonne ist draußen, aber... Keine Chance. Ja, also wir fahren weiter, geben wieder... Ich denke mal, unser nächster Stint wird dann Rottweil sein. Ja, also drückt uns die Daumen. Na gut, wir sind ja nicht live unterwegs, von dem her. Stehen wir wahrscheinlich schon lang irgendwo, wenn ihr anfangt zu drücken. Wir hoffen, wir erreichen die Ladestation. Mögen die Ladestationen weit verteilt sein hier im Schwarzwald. Ja, bitte, ja. Macht mehr. Und mehr Schnellladestationen. Danke. Bis später. Bis später. Checker, Freunde, nächster Stint. Wir sagen ja, wie sagen die Skifahrer? Kaiserwetter, ne? Kaiserwetter. Ja. Hammer. Und wir haben auch kaiserliche Temperaturen. Jetzt sind wir immer noch bei minus 12. Jetzt kommt wieder der kurze, schöne Blick. Oberndorf. Oberndorf. Runter zu uns. Wenn wir nicht so einen LKW vor uns hätten, würden wir vielleicht auch ein bisschen mehr sehen. Aber doch, ein bisschen was sieht man schon. Also schon schicke Straße hier runter. Ihr kennt sie ja schon mittlerweile. Übrigens wollte ich noch sagen, ob wir eigentlich wirklich irgendwo bescheuert sind und diese Tour fahren morgens. Bei minus 15 Grad erstmal das Auto vorbereiten. Ja, ja, aber für euch tun wir alles. Fast alles. Es war fast, ja. Es war aber auch interessant, jetzt einfach mal zu wissen, bei welchen Extremtemperaturen sich so ein Elektroauto bewegt. Schon sehr interessant. Ja, oder? Ja, wir rekuperieren gerade. Wir schaffen es vielleicht doch noch. Wir sind auf 19,4 Kilowattstunden runtergekommen. Yay! Schaffen jetzt gleich die 100 Kilometer. Sind 1 Stunde 45. Sind wir schon unterwegs? Ja. Das kommt mir heute gar nicht so lang vor mit dir. Das kommt mit dir immer so lang vor. Ja, genau. Du bist immer so langweilig. Ja, und durchschnittlich 750. Wir haben weitaus weniger wie die Hälfte an Akkuleistung noch. Ja, jetzt kommen wir demnächst in Rottweil an. Und da kommt schon. Und gerade eine Meldung. Ja, die Heimadresse liegt nicht sicher innerhalb der Reichweite. Möchten Sie eine Ladestation suchen, sagt er uns. Nee, wollen wir jetzt nicht. Wollen wir nicht, weil wir haben schon selber geguckt, wo wir hin müssen. Weil ich denke, wir werden irgendwo entweder in Rottweil zwischenladen oder spätestens, müssen wir noch berechnen. Wieder im Schönbuch. Genau, Schönbuch Raststätte. Da wir keinen Rex an Bord haben, wollen wir es ja nicht ganz riskieren. So, ja. Weil ich fahre ja dann und dann müsstest ja du schieben. Nee, nee, nee. Von dem her, also, wir melden uns dann beim Fahrerwechsel auf der Rückfahrt. Bis später. Bis später. 100 Kilometer. 100 Tschüss. Kilometer. Tschüss. Jetzt. So, kurzes Stint. Fahrerwechsel und
Wir stehen bei 18,9 Kilowattstunden, wie ihr alles seht. 120 Kilometer, 2 Stunden 12 und Reichweite 45 Kilometer. Das heißt, wir schaffen es nicht ganz. Wir schaffen es nicht. Und ja, wir haben jetzt geguckt, wo wir eine Schnellladestation finden. Wir hätten die nächste, was hast du gesagt, Hechingen? Entweder nach Hechingen fahren. Ja. Oder auf die Autobahn. Oder auf die Autobahn. Und was war das dann? Typ 2 laden, oder? Nee, das ist dann CCS. CCS. Schnellladen. Schnellladen. Ja, wir gucken jetzt mal, wie wir uns entscheiden. Wir sind jetzt nochmal am ThyssenKrupp-Tower, stehen wir hier. Wie immer. Ja. Schade. Aber es war uns fast klar, ne? Wir haben aber auch viele Höhen jetzt hin, viele Höhen und Tiefen hinter uns, sagen wir es mal so. Ja, unterm Strich, wir sind bei minus 10 Grad jetzt. Ja. Die Sonne ist draußen, schönes Wetter. So ist es. Aber trotzdem hat jetzt die Sonne bis 10.30 Uhr erst 2-3 Grad hoch. Also für die Tour war es trotzdem top. Also absolut, was er gemacht hat. Also, bis jetzt. Da sind wir uns einig, gell? Eigentlich das ganz war gut schon bisher. Okay. Ja, jetzt werden wir schön zur Ladestation fahren und dann können wir da noch schön ein paar Sachen erklären zum Thema Kälte. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. Bis ja, gleich. Bis dann. Kalt ist es. Edgar ist jetzt auch mal kalt, Gott sei Dank. Es freut mich, dass er auch die Klima auf 24 Grad mal stellt und nicht nur auf plus 18. Naja, plus 18 auch nicht. 20, 21 reichen normalerweise. Es ist immer noch scheiße kalt draußen. Es ist schweinekalt draußen. Ich war kurz mit ohne Jacke draußen und habe bezahlt. Und also die EMBW bietet momentan noch für 5 Euro Pauschale. Pauschale kann man laden, so viel wir wollen. Das war jetzt die Überlegung, was machen wir. Aber ich habe mich jetzt für die 5-Euro-Variante entschieden. Wenn wir schon mal stehen, wir holen uns nachher auch schön einen Kaffee. Wir holen uns auch schön Kaffee, wenn ja. wir schon mal Pause machen, dann machen wir schön richtig Pause. Wir sehen auch hier 36, 37, also es geht langsam bergauf. Wir laden 50 kW CCS. Wir haben aber momentan das Problem, die Batterie ist kalt. Auch wenn wir jetzt natürlich gefahren sind, ist sie durchs Fahren und durchs Entnehmen ist die etwas warm geworden. Ja. Das kommt uns etwas entgegen, aber trotzdem ist die Batterie sehr kalt, dadurch, dass sie auch nicht gekühlt und nicht temperiert wird. Und dadurch werden wir nicht die volle 50 kW, die volle Ladekapazität werden wir einfach nicht erreichen. Also er lädt deutlich langsamer, wie er eigentlich könnte. Auch das war ein Grund zu sagen, ich nehme lieber die 5 Euro Pauschale als für viel Geld. Weil sonst die Alternative wäre, haben wir ja schon mal in einem anderen Video gezeigt, die Alternative wäre nach Minuten zu zahlen mit Plug-in-Serving oder mit New Motion. So wie das letzte Mal, ne? Wie das letzte Mal auch, aber dadurch, dass wir jetzt pauschal einfach länger brauchen, durch die kalte Batterie, sind 5 Euro einfach besser und dann laden wir sie lieber, bomben wir sie lieber voll. Wir müssen halt nachher mal rechnen. Also ich denke mal, theoretisch wären heute 150 Kilometer drin gewesen. So, ja. Ja. Denke ich mal, das wäre realistisch gewesen. Jetzt mit Autobahnfahrt, vielleicht wären es auch 160 Kilometer. Wir müssen sagen, ich bin froh, dass er heizt beim Laden. Es ist echt schweinekalt. Ja, aber unterm Strich, die Tour, wie gesagt, ich kann es nur erwähnen, die Tour durch den Schwarzwald ist Gequäle. Auch wenn wir nur 90 fahren, wir können an vielen Stellen 100 fahren, wir versuchen. Ja. Sonst. Aber die ganze Zeit das hier. Aber es ist halt hier so bei uns, ja. Ja, wir fahren sonst auch 50, 70, also die Beschilderung. Ja. Aber wenn freigegeben ist, fahren wir halt diese 90. Genau. Aber es ist wirklich ein Gequäle, rauf, runter, rauf, runter. Und die Wärmepumpe hat heute viel zu tun gehabt. Ja. Wenn man sich mit der Wärmepumpe beschäftigt, wie daheim auch, wenn einer eine Wärmepumpe daheim hat, umso kälter es wird, umso mehr Energie muss ich reinstecken. Irgendwann funktioniert es halt nicht, so eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Und das ist unser Problem heute. Das ist, denke ich, uns halt fatal. Klar, aber das war unser. Weiß ich, wo liegen wir denn gerade? Ladedauer? Sehen wir jetzt die Temperatur nicht, aber wir liegen jetzt momentan, denke ich, bei minus 9, minus 10. Achso, hier noch. Nur minus 8,5 Grad. Ach, minus 8,5 Grad. Ja, aber es ist schon, deswegen machen wir jetzt auch den Test einfach mal, um zu sehen, wie weit kommen wir einfach mal bei solchen extremen Temperaturen, die wir wahrscheinlich nicht immer haben, ja, aber dann bei 0 Grad, wie du vor Augen gesagt hast, werden wir safe. Heimgekommen. Ja, safe heimgekommen. Aber bin ich überzeugt. Ich denke mal nicht wirklich viel mehr drüber, aber wir hätten die 200 gepackt, weil das letzte Mal im Sommer hatten wir 280, 270 insgesamt, 280 und von dem her ja. Ja, aber auch aus den Erfahrungswerten, wo ich jetzt mit dem Auto habe, wären es ein 17er, ein 16er Schnitt, wär locker drin gewesen. Bei 0 Grad. Wir sind bei 19 und das wird schwieriger. Nee, die 19, das, wie gesagt,
Schönbuchtunnel hätte ich vielleicht noch gedacht, dass wir es heute packen, aber selbst den, das war uns jetzt zu riskant. 30 Kilometer hätten da jetzt einmal, 40 Kilometer hätten jetzt gefehlt, ne? Ja, das war uns... Zu kalt zum Schieben. Zu kalt zum Rumstehen vor allem. Ja. Weißt du, wenn du dann auf den Abschleppwagen warten musst, das wäre noch nicht mal Schieben, aber das wollten wir dann heute doch nicht. Nee. Das machen wir. Seid uns nicht böse, aber den Extremtest wollten wir nicht. Nee, den wollten wir nicht. Wir machen schön Pause und dann melden wir uns nachher nochmal auf der Autobahn mit unserem Fazit, Schlussfazit und ein paar Daten dazu. Und dann haben wir unseren Extremtest mit dem E-Golf bei Start minus 15 Grad, 14 Grad minus. Bis nachher. Ja, bis nachher. Ciao. Fazit. Wo stehen wir? Kurz vor zu Hause. Ja. So. Was haben wir für eine Erkenntnis? Dass es nicht gereicht hat. Die hat man eigentlich davor schon. Ja. Es hat nicht lange gedauert. Kurze Zwischeninfo. Ja. Unsere Kaffeepause war doch etwas länger. Ja. Wir waren 46 Minuten an der Ladesäule, haben 24,5 kW zwischengeladen. Und sind dann in Rottweil auf der Raststätte mit 91% wieder los. Ladezustand wieder losgefahren. Der Mario ist dann gefahren und ihr wisst, der Mario ist, der hat es nicht so mit dem Entspanntfahren. Der musste auf der Autobahn 120 fahren, hat mal einen guten Schnitt. Dann was denn? Ja, jetzt hast du wieder runter auf der Landstraße. Ich bin 120 gefahren, hinter LKWs halt sogar, das war safe gut. Also 120, der Schnitt ist leicht hochgegangen auf der Autobahn. Ja. Es waren dann insgesamt knappe 60 Kilometer reine Autobahnfahrt. Richtig. Und jetzt sind wir wieder auf der Landstraße Richtung nach Hause. Die 200 Kilometer haben wir voll. Ja. Also theoretisch 150 hätten wir geschafft. Ich sag mal 160, wenn wir es wirklich gekitzelt hätten. Ja, aber... 160 wären... Ohne Herzinfarkt-Rhythmus. Ja, es gab leider keine Ladesäule zwischendrin, die uns... die praktisch gewesen wären, die uns auch ein schnelles Laden ermöglicht hätte. Ja. Es hätte auch so keine Ladesäule gegeben. Der Schwarzwald ist dann noch etwas sehr dürftig. Ist immer so ein bisschen Risiko, die Ecke. Deswegen haben wir uns für die Autobahnraststätte entschieden. Und jetzt sind wir auf dem Weg. Also wie gesagt, 19,3 ist der Schnitt, den wir gefahren haben. Unterm Strich finde ich es für die Temperaturen, und wir sind momentan immer noch bei minus 6 Grad um 12 Uhr. Ja. Top. Also 19,3 Kilowattstunden. Das ist. Das sind 7 Kilowattstunden mehr wie im Sommer bei 24 Grad. Genau. Und die gehen halt eindeutig auf die Pumpe. Auf die Pumpe, genau. Warum geht er nicht? Ja. Ups, Entschuldigung, das war ich. Mario und Autofahren. Ich habe von B1 zu weit nach vorne gemacht, hast du gesehen? Auf neutral, ja, ich habe es gemerkt, ich habe es nicht gesehen. Und der hat gleich gehupt, ne? Ja, der hat es eigentlich da hinten. Das ist halt die UPS-Fahrer da, oder was ist das denn hier? Ja, machen wir weiter. Trotzdem war es interessant, finde ich, wir haben nicht gefroren, also wir haben ganz normale Temperaturen drin gehabt. Genau, das war uns wichtig. Ja, dass wir das versuchen, so realistisch wie möglich zu machen. Mario hat sogar die Ärmel hochgekrempelt. Mittlerweile, gell? Aber ich habe trotzdem nur 24 Grad stehen. Ja, stimmt, das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Die Heizung steht auf 24 Grad. Also es ist nicht so, dass wir hier... Ja, das hätte jetzt 3 Kilometer gekostet in der Zeit. Immerhin. Ja. Also, ja, Elektromobilität haben wir es gerade mal drüber gehabt, über das Thema. Der Boom kommt. Ihr habt es alle mitbekommen. Gestern kam das Urteil. Mit dem Bundesverwaltungsgericht. Mit dem Diesel. Und ihr könnt auch mal auf e-flat.com schauen. Da könnt ihr mal Elektroautos testen und leasen. Und die sind auch monatlich kündbar. Einfach mal zu gucken, liegt mir sowas? Macht es, wenn es geht, jetzt vielleicht noch, wenn es ein bisschen kälter ist. Dann habt ihr immer die Mini- oder die Maximalwerte, was ihr so schafft. Ne? Genau. Und dann wisst ihr, dass ihr im Sommer, wenn es auch wärmer ist, locker die Strecke schafft, wenn ihr zur Arbeit geht etc. Zoe, BMW i3 oder die kleinen Citroën, Peugeot, Berlingo, nicht Berlingo, doch auch. Guckt mal dahin, i-flat.com. Wir haben hier einen Stützpunkt in Walderstadt. Ja, und ansonsten, der Golf fährt sich trotzdem gut, muss ich gestehen. Ist halt ein Golf. Ja, auch die Verarbeitung mit diesen blauen Ziernähten hier, das Touchwood-Serie ist hier. Der ist trotzdem gut gemacht, auch wenn sie da halt die Elektronik reingehauen haben, ist er trotzdem vom Fahrkomfort vorher noch mit das rundeste Auto von denen, wir bisher alle hatten. So. Ja,
ist vom Lärmempfinden, vom... Ja. Tief sitzen sie alle. So, das die merkt Batterie man, ja. Die Batterie ist halt schwer und... Der Komfort merkt man der gegenüber dem normalen Golf etwas beschwerlicher. Jo. Das Sportliche. Das Sportliche, genau, der Tiefpunkt. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt, habe es erst mal mit dem Golf gefahren sind, dass der Tiefpunkt brutal ist. Ja, da können wir richtig auf den Hockenheimring gehen. Ne? Ja, aber dann ist der Akku, glaube ich, ganz schnell leer. Wollen wir machen eine Runde E-Golf Hockenheimring, Vollgas, oder? ja, das war das Thema Fazit, ne? Genau. Wir bedanken uns, schreibt Kommentare drunter, was euch gut gefällt, was wir vielleicht noch machen könnten. Und wieder mal der Aufruf, wenn irgendjemand einen Nissan-Händler oder der Opel, den neuen, schreibt uns, wenn ihr jemanden kennt oder das Autohaus, wo sagen würde, stellt es uns zur Verfügung. Wäre cool, dass wir diese E-Tour weiterführen können. Genau. Genau. Bedanken uns, bis bald. Und wir hoffen, wir haben jetzt auch die zufriedengestellt, denen wir das Winter-Special versprochen haben. Genau. Jetzt ist es da. Geht die Tage online. In dem Fall. Ja. Ich empfehle VW eine 40er Batterie einzubauen, dann hätten wir es geschafft. Ja. VW, bitte. Größere die Batterie. Die Batterie etwas für größer. Oder gibt sie uns zuerst zum Testen? Genau, genau. Wir kommen gerne. Wir fahren ja, auch mit nach Schweden, oder? Kein Problem. Wir machen alles mit. Also. Edgar oder Mario. Bis zum nächsten Test. Ciao. Ciao. Mach jetzt gut. Ade. Adele. Ja, danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch anklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald. Eure Schwabenchecker. Ciao. Ciao.